Ich sag den Namen jetzt nicht. Dann geht die Sau da hinten wieder an. Wehe da hinten. Sie kommt jetzt einfach Echo rein und haut's weg. Ich muss jetzt echt schnell umbenennen, wenn ich kann. Ehrlich jetzt. Aha. Mäusefreunde, willkommen zurück zur Pokémon Leuchtende Perle Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns hier, wie ihr sehen könnt, mitten auf Route 204 auf dem Weg zur nächsten Arena. Keine Sorge, bis wir da ankommen, dauert es noch ein bisschen. Was heißt keine Sorge? Das dauert noch ein bisschen einfach, ne? Und beim letzten Mal haben wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit Team Galactic gemacht. Und ich glaube, je nachdem wie schnell wir heute sind, werden wir wieder mit dem Bekanntschaft machen. Ja. Ich meine, brauchen wir kurz einen Blick aufs Team? Eigentlich nicht. Ihr seht es ja oben rechts immer, oben rechts sag ich schon. Oben in der Mitte über dem Bildschirm. Über dem Gameplay. Mr. Cell, muss ich vielleicht auch mal bald entwickeln und vor allem auch Skipper. Der auch mal nach vorne kommt jetzt hier tatsächlich. Wobei, nee, stopp. Badge kommt nach vorne weiterhin. Muss auch trainieren. Wobei, wir brauchen zwei Pokémon. Ich sehe schon, Doppelkampf steht bevor. Das heißt, Skipper kommt doch ein nach oben. Zack. So, ihr Mädels, ihr kleinen Zwillinge, kommt mal her. Wir sind die Stärksten unserer Klasse. Diesen Trainer haben wir nur erledigt, oder Lena? Ja, klar. Habt ihr nicht gesehen, dass ich eine Trainerin bin? Ihr Schweine. Wobei, die haben mich wahrscheinlich eben in der Facecam gesehen, von daher schon richtig. Zwingel, Liz und Lena setzen zwei Pachirisu ein. Oh. Das ist ein Problem. Tatsächlich, weil beide Pokémon einen Typenvorteil haben. Bad Girl kommt auf jeden Fall raus aufgrund des Levels allein schon. Ich glaube, ich tausche beide Pokémon aus, ganz ehrlich. Sicher ist sicher. Matti, komm mal rein. Oh, ich mag die Musik hier im Spiel echt, ne? Ich muss tatsächlich sagen, je mehr ich von dem Spiel sehe, desto mehr gewöhne ich mich auch an den Chibi-Look. Also ich mag den richtig mittlerweile, ne? Ehrlich jetzt. Apropos, ich muss euch dann noch erzählen, was ich als Offscreen gemacht habe. Nicht wundern, wenn ich es euch gleich zeige. Ich habe tatsächlich, kann ich ja jetzt schon mal kurz... Ne, ich mach nach dem Kampf, ganz ehrlich. Alles nacheinander. So, ich glaube, ich werde einfach mal doublen. Wenn eins sterben sollte, dann ist das ja umso besser. Fangen wir mal rechts an, rechts vor links, ne? Ach, die coole Augen. Dadurch sinkt die Initiative oder der Angriff. Okay, Angriff bei Daisy ist mir scheißegal. Bei Matti wäre es ein größeres Problem. Ja, ihr seid so blöd, ne, Mädels. So, das, okay, es wird nicht mal reichen, ne, ein Angriff. Krass. Oh, reicht da ein Absorber? Ich glaube fast nicht, wenn ich ehrlich bin. Haben die gerade mein Pachirisu gedoubled? Ich glaube auch, ne? So, dann gehst du mal auf das andere Pachirisu jetzt. Daisy und Matti greift weiter das andere an. Ruckzuckieb natürlich. Warum denn noch nicht? Und nochmal Ruckzuckieb. Die doublen immer auch schön. Gut, die machen das, was ich auch mache. Von daher, warum nicht? Ist natürlich für den Nuzlocke im Zweifelsfall kacke, ne? Wenn die immer auf mich gehen. Oder auf ein Pokémon gehen, sagen wir mal so. Ich meine, es gab hier aber auch in Sinnoh Kämpfe mit anderen Trainern zusammen. Also auch mehrere hintereinander. Wo man dann aufpassen musste tatsächlich. So, Skipper Level 16. Ich hoffe, er entwickelt sich. Tatsächlich. Denn das war ja auch noch so eine Sache der letzten Folge, dass sich Echo und Matti entwickelt haben. Ihre jeweils zweite Stufe. Also hier, wie man sieht, Luxio. Ich muss das Staravia umbenennen, ohne Witz. Vielleicht hat das nicht richtig gehört, aber meine Alexa ist wieder angegangen, weil die einfach auf den Begriff Echo hört. Ich habe die umgestellt irgendwann mal. Ja, die regiert jetzt schon wieder. Danke. Deswegen ist sie auch in der ersten Folge am Ende angesprungen. Ja, okay. Mein Fehler, habe ich nicht dran gedacht. Ich muss die auf jeden Fall wieder umbenennen. Ich muss das, also das wird auf jeden Fall einen neuen Namen kriegen. Wenn meiner einfällt. Wow, das war ein Volltreffer. Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen. Auf einmal weg mit einem Schlag, alles klar. So, das passt sogar ganz gut, wenn ich euch jetzt erzähle, was ich gemacht habe aus Screen. Ach du liebes Lieschen! Das geht doch nicht. Doch, hast du auch gesehen, wie es geht. So, ich hätte mal gerne Münzamulett, damit ich mehr Kohle kriege, tatsächlich, aber... Ja, sauber, Skipper entwickelt sich endlich auf seine zweite Stufe, der Starter entwickelt sich auch endlich. Und wird dadurch ein Pliprin. Ja, Pliprin. Aber ein Pliprin. Geht besser von der Zunge, würde ich sagen. Glückwunsch, der Skipper hat sich zu einem Pliprin entwickelt. Wobei Pliprin ist wahrscheinlich doch richtig wegen Pinguin und so, aber es ist scheißegal. So, das Pinguin-Pokémon. Dieses Pokémon kann durch Schläge seiner kräftigen Flügel selbst dicke Bäume umknicken. Es sucht im Eismeer nach Beute. Tatsächlich muss ich sagen, wenn ich jetzt Pliprin sehe. Ich sag's jetzt, ist egal, scheiß drauf, Leute. Dann muss ich irgendwie immer an Kowalski vor den Pinguinen aus Madagaskar denken, ne? An den länglichen, an den schlauen.
Einfach nur von der Körperform her. Nicht weil irgendwie jetzt Flipprin ungeheuer schlau ist oder so. Das ist dann, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Merkmal, dieses Pokémon. Oh, wir haben Kugelsack bekommen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir die normalen TMs, die wir so finden, immer nur einmal kriegen. So, und das kann ich euch jetzt mal zeigen hier in der Box. Zack. Sortieren wir direkt mal. Genau, ich habe auch TMs mal sortiert. Genau, ihr seht schon hier, die haben wir quasi alle bekommen. Von anderen Leuten. Den von Arena, der hat sogar 5-mal Tarnsteine, auch nicht schlecht. Könnte ich Skipper beibringen, tatsächlich mache ich aber nicht. Die, die wir finden halt, das sind die drei hier, die kriegt man halt nur einmal leider. Was okay ist, aber ich hoffe, dass man doch irgendwie hier TM irgendwann mal nachkaufen kann, weil das ist halt echt, wenn man jetzt an die letzten Generationen denkt oder an die letzten Hauptspiele, echt scheiße, dass die wieder begrenzt sind, ne? So, was ich euch jetzt zeigen wollte, ist tatsächlich hier in der Pokéball-Tasche. Ihr seht schon jetzt direkt auf den ersten Blick, ich habe auf einmal 150 Pokébälle. Ich habe tatsächlich einfach hier den, ihr könnt ihn ruhig sehen, den Code, wenn ihr den lesen könnt, ist mir scheißegal, der ist eh eingelöst, der freigerubbelte. Ich habe einfach den Vorbesteller-Bonus quasi eingelöst oder den vom Doppelpack, 100 Pokébälle dazu bekommen. Ich werde natürlich versuchen zu vermeiden, dass ich in diese Range komme und dass ich weniger als 100 Pokébälle habe, weil es ja doch ein bisschen cheaten ist für den Nuzlocke, gebe ich ja zu. Allerdings ist es halt eine feine Sache, dass man halt, wenn man jetzt sich schon eine besondere Edition kauft, auch was dazu kriegt. Die besonderen Bälle hier ab Turbo, abwärts hier, sind übrigens auch durch den Vorbesteller-Bonus dazu bekommen, durch die Händlerversion. Ich weiß halt nicht, ob man, wenn man die digitale Version gekauft hat, ob man da auch irgendwas gekriegt hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Bälle werde ich auf jeden Fall benutzen, wenn es sich die Chance ergibt. Das sind nämlich die Bälle, wenn ich mich nicht irre, aus Pokémon Gold-Silber mit den Aprikoko, ne? Glaube ich, oder Hardcore-Sword, ist ja egal. Kann mir auch in anderen Spielen vor, von daher, das sind ganz gute Bälle, die sollten noch hilfreich werden. Vor allem der Köderball für beim Angeln. Genau. So, das dazu, Freunde. So, den Encounter hier haben wir abgehakt. So, und da wir schon bei Geschenken waren, wenn ich mich nicht irre, es kam ja ein paar Tage vor dem Release jetzt noch ein Trailer raus, oder eine Woche vorher, ich weiß gar nicht mehr wann genau, dass man zwei Pokémon abholen kann, hier in Florin, nämlich wo wir jetzt gerade angekommen sind. Und zwar bei den älteren Pärchen hier. Und die nehme ich jetzt auch mit, ganz ehrlich. Hey, du da! Oh, sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen, du Glückliche! Dieses Pokémon, die würden sich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du den Obhut nehmen? Ja, wir Jirachi und nebenan bei der alten Dame, also kriegt man da noch Mew. Allerdings nur, wenn man jetzt in dem Fall Pokémon Schwert Spielstand hat oder Schild. Ist, glaube ich, egal. Oder Pokémon Let's Go, Evoli oder Pikachu. Ist scheißegal, welche Edition, glaube ich. Da kriegt man dann das Mew noch. Ich gebe ihm einen Schützennamen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob wir diese Pokémon allgemein ins Team aufnehmen sollen. Allgemein habe ich mir als Regel gesetzt, wenn ich Pokémon geschenkt kriege, dann nehme ich die gerne mit. Aber ich will die jetzt erstmal nicht benutzen. Sind eh mysteriöse Pokémon, die finde ich meistens eh nicht so gut. Deswegen mal schauen, ob ich überhaupt mit ins Team nehme. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon halten würdet. Oder ob ihr was dagegen hättet, weil wenn ihr jetzt sagt, ich fände es blöd, oder ihr fändet es blöd, die Pokémon einfach ins Team zu nehmen, dann lassen wir es. Allerdings, sag ich ganz ehrlich, wenn es Card of Hard kommt, nehme ich die auf als Team. Also das entscheide ich dann am Ende ja doch wieder selber, aber trotzdem. Wie gesagt, ich richte mich da doch ein bisschen nach euch. Oder ihr könnt mich da auf jeden Fall beeinflussen mit eurer Meinung. Von daher geht's weiter mit unserer vortrefflichen Abenteuerreise. Danke, dass du uns sie wünscht, alter Knacker. Sie können zwar selbst zu Ikato ein Let's Go Abenteuer bestritten, wie? Was hältst du von diesem Pokémon, wenn ich diese Sinnoh-Region zu zeigen? Und Mew haben wir auch noch dabei, da habe ich auch schon einen Namen für. Es ist ja quasi, auch wenn das Original ist, die Mini-Version von Mewtwo. ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Namen kam. Aber ich nenne es einfach Mini-Mi aus den Austin Powers Filmen, falls ihr die kennt. Wisst ihr genau, wie ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so ein Klon von Dr. Hieß der Dr. Evil? Glaub schon. Und weil das irgendwie so ganz gut passt, weil das, also man könnte ja auch mal einfach umdenken, dass Mew der Klon von Mewtwo ist. Was einfach namentlich schon nicht passt, aber ist egal. Dass halt einfach Mew so Mini-Mew ist von Mewtwo, finde ich auch ganz witzig, die Idee. Deswegen habe ich es einfach mal so genannt. Wird jetzt sicherlich ein ganz vortrefflicher Begleiter sein. Ich gebe den übrigens jetzt Durchspitznamen, was ein Nuzlocke ist. Normalerweise, ich werde die wahrscheinlich auch nach dem Let's Play hier, nach dem Projekt, auch wieder umbenennen in ihre normalen Namen. Ich hasse es eigentlich, den Pokémon einen Namen, Spitznamen zu geben. Sag ich ganz ehrlich. Ah, stimmt, die hat ja jetzt echt ein Ding umbenannt. Aber wie gesagt, das, lege ich mal hier unten irgendwie hin. Könnt ihr mir gerne, wie gesagt, schreiben, ob ihr mitnehmen sollt. Wir können sich trotzdem mal angucken, kurz. Einfach mal in den Bericht gucken, was die so für Wesen haben. Pokédex-Nummer gibt's hier nicht, natürlich nicht. Freches Wesen. Angriff plus Spezialverteidigung minus. Finde ich jetzt schon kacke, weil Konfusion, wenn ich jetzt schon Konfusion sehe. Und ich gehe eher davon aus, dass Jirachi eher, Spezial, obwohl, ja, du, gut, den Angriff plus Wesen, jetzt ist es Angriff höher. Er Spezial angreift. Angriff Plus ist da nicht ideal, Spezialverteidigung ist auch kacke, deswegen mal schauen. Dann haben wir noch Mew mit Initiative Plus, Spezialangriff Minus, Wesen ist glaube ich auch nicht so ideal. Was ist ein Typenspiegel? Anwende anpasst hier nach und nimmt dabei dessen Typ an. Okay, interessant.
Aber es kann gar kein Wandler. Das wundert mich gerade. Okay. Komische Pokémon. Finde ich persönlich. Ja, das wär's dann, ne? Das Manaphy-Ei. Werde ich mir Zeit vielleicht doch nochmal irgendwas schlüpfen lassen. Das mache ich dann gleich aber auf Screen vor, glaube ich. Davor, wenn ich das Fahrrad habe, aber erst. Was kann man jetzt hier machen? Kann man die echt Items ab? Ach so. Einfach nur die Kapseln. Ja, die braucht man ja nicht. Den scheiß PC. Aber der ist ja mega unnötig. Weil eigentlich ist mittlerweile alles unnötig, ne? Stimmt. Ich könnte jetzt auch hier drauf zugreifen, ne? Ja, PC-Boxen, okay. Voll vergessen schon wieder, dass wir das jetzt auch gelernt haben von der lieben Lana. So, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um mit Flori. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen, aber plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es getragen hat. Puh. Ich habe doch keine Beere gefunden bisher. Ist nach ewig genau, ist das noch ein ganzes Stück. Danke, das habe ich auch schon gesagt am Anfang der Folge. Lass dich auf so eine lange Reise gut vorbereiten. In Begleitung von Pokémon können selbst Kinder wie du sicher umherreisen. Übrigens ist mittlerweile der globale Raum offen, der fällt mir gerade auf. Das heißt, ein Tausch mit Abra, falls ihr da Bock hättet oder euch bereit erklärt. Kadabra natürlich dann, wenn es sich entwickelt hat. Ich komme auf euch zurück, wenn ihr dabei seid, ne? Also, ihr könnt euch gerne melden. Ansonsten melde ich mich mal im Discord irgendwie oder ich finde schon jemanden, der mit mir tauscht, bin ich mir sicher. Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen und nochmals Blumen. Sei auch du wie eine Blume und arbeite an dir, damit du voller Pracht erblühen kannst. Apropos allgemein nicht, Jirachi ist zwar Psychostahl, was ganz gut ist eigentlich. Aber Mew ist eh Psycho-Pokémon, ich bin da doch lieber bei Simsala, sag ich ganz ehrlich, ne? Einige Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben, indem der Duft von Honig auch aus weiter Ferne war. Interessant. Ach, hier sind Beeren, guck mal. Die schluck ich direkt, ist mir scheißegal. Hätte ich mal Beeren hier gefunden. Dämon wird. Ah, und man kann direkt wieder hier pflanzen, sehr geil. Also ist alles wirklich wie früher. Man kann halten, was man will davon. Ne? Natürlich ist es vielleicht nicht so geil, sage ich jetzt mal, dass man im Grunde 1-1 das gleiche Spiel hat. Mehr oder weniger. Mit so ein paar Sachen, die jetzt ein bisschen aus der Moderne kommen. Klar. Pflanze jede Beere einmal jetzt wieder hier ein direkt. Aber ja, die Edition war nicht schlecht, fand ich persönlich. Deswegen, eigentlich kann man nichts verkehrt machen damit, ne? Wenn man die Grafik ein bisschen aufpoliert und alles wieder, ja, und ein bisschen was Neues reinbringt, klar, sollten sie schon machen. Deshalb sind die Remakes bisher auch nicht so gut angekommen, weil halt bisher alle denken, ist halt 1-2 das gleiche Spiel, ne, mehr oder weniger. Oder größtenteils. Ah ja, machen wir mal weiter, Freunde. Ich könnte ewig über Beeren reden, so komplex sind sie. Doch auch bei ihnen gilt die goldene Regel. Wenn man ihnen mit viel Liebe begegnet, wachsen sie besonders prächtig heran. Auch eine Gießkanne, die krieg ich bestimmt hier drin, oder? Blumenladen, blühende Pracht. Kommt herein, heimst Beeren ein. Oh, man kriegt hier noch mehr Beeren, sehr gut. Da gehe ich auf jeden Fall rein, danke für die Beeren jetzt schon. Hey Trainer, wenn du Beeren anpflanzt, solltest du die mit dieser Kanne gießen. Die Anton-Kanne, sehr schön. So, dann hier noch. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Wenn man an verschiedenen Orten Beeren pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche weitere Beeren reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Beeren zu vermehren. Eine Maronbeere. Halt Schlaf, ne, glaube ich. Tatsächlich. Geil. Hallo. Wir tauschen eine Beeren gegen Sticker ein. Oh, ich brauchte immer so ein Dreier-Pack. Okay, habe ich natürlich nicht. Oder hier ein Zehner-Pack. Oh, okay, wird eine Sache, die ich aber jetzt nicht im Projekt unbedingt, der ich jetzt nicht unbedingt hier nachgehe. Auf Biegen und Brechen, sage ich jetzt mal. Wenn sich das ergibt, klar, können wir gerne holen, die Sticker, aber. Was soll's, ne? Sind die Quest Dias ein Begriff? Mit einem Strauß dieser Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Gib mir bitte einen, schade. Denn das ist, glaube ich, die Blume, die Shaman, glaube ich, herbeirufen kann, ne? Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken. Und dann kam plötzlich die Typen von Team Galactic in ihren schicken Uniformen. Da sind sie wieder. Bin übrigens zu den Auen hinter diesem Blumenfeld dort gegangen. Diese Drecksäcke. Hier kann man auch wieder kein Pokémon fangen, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Vor allem, wenn ich an meine Hand Gold Soling, Soling sag ich schon, Nuzlocke denke. Wie komme ich jetzt auf Soling? Ich hab mal Bock auf eine Soling tatsächlich. Flori war jetzt ein öder, kahler Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig, also pflanzen sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste wieso. Doch dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für ihre Gaben aus. Kurz darauf erstrahlte der Hügel einer bunten Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Schon, ja. Bibi! Bist du es auch so niedlich wie Pokémon Beeren pflücken? Ja, schon. Juhu, du verstehst mich, hier hast du ein paar TMs. Sie enthalten die Attacke Flücker. Flücker ist eine Flugattacke, ne? Ja, ich wäre ganz gut für Staravia, für... Ich sag den Namen jetzt nicht. Dann geht die Sau da hinten wieder an. Der süße Duft des Honigs hat mich hergelockt.
Da muss ich mich fast schon fragen, bin ich ein Pokémon oder was? Vielleicht, wer weiß. Ich liebe es hier zu sein. Die Atmosphäre ist einfach wunderbar. Du bist bestimmt auch hier, um ein bisschen gute Laune zu tanken, oder? Habe ich ja schon mal eine Pokémon geheilt? Nö, nicht wirklich. Dann sollten wir das vielleicht mal machen, oder? Bevor wir jetzt gegen die Team Galactic antreten. Ich meine, die haben jetzt so viel KP verloren, zugegeben, aber... Sicher ist sicher. Ich dachte früher übrigens auch immer, dass man erst hier Pokémon heilen muss, bevor man zum Pokémon Center fliegen kann. Ich glaube, seit Generation 1, seit den ersten Spielen ist es, glaube ich, so, dass man nur das Pokémon Center immer betreten muss, ne? Beziehungsweise später, glaube ich, so, dass man nur die Stadt betreten muss, dann kann man doch schon meistens dahin fliegen. Das haben ja auch nicht alle Städte Pokémon Center gehabt, glaube ich. Wobei mir jetzt gerade kein Beispiel einfällt, wo kein Pokémon Center steht, ehrlich gesagt. Naja, egal. Außer natürlich den Heimatstädten. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galactic, oder etwa nicht? Jetzt sieh uns an, wie wir hier inmitten all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn es nicht uncool ist, weiß ich auch nicht. Hey, hör auf zu motzen. Das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Wenn ich zugeben muss, dass ich Käfer- und Pflanzen-Pokémon echt gruselig finde. Aber jetzt auch lieber woanders. Ich will da nichts sagen, aber viele von denen haben. Ey, wenn einer von denen Käfer-Pokémon hat, ne? Das ist ja die größte Verarsche. War ich hier schon drin? Eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Pokémon scheint einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig auch aus. Oder doch, war ich hier doch schon drin? Ah, ich war doch hier schon drin, glaube ich. Okay, scheiß drauf. Mein Fehler. Sorry. Was steht denn hier noch drauf? Zu den Auen von Flori. Es gibt Honig in Hülle und Fülle. Jetzt hier zu den Auen? Okay. Noch mehr Beeren, geil. Aronbeeren vor allem, geil. Daneben ist wieder, ist das eine Pirsifbeere? Sieht so aus, ja. Jo, Pirsifbeere, geil. Halt Vergiftung. Doch, die pflanze ich hier wieder an. Also wie sie hier waren quasi. Nicht, weil das jetzt irgendwie, ne, sag ich jetzt mal, sich so gehört, man pflanzt, man nimmt eine Beere mit und pflanzt dann die gleiche wieder an. Nee, nee, weil ich die Sachen ja gebrauchen kann. Und gießen bitte. Ach, guck mal, man kann ein Feld, eine Beere anklicken, das ist geil gemacht. Direkt beide gießen. Das hier auch oder geht das hier nicht, weil die getrennt sind voneinander? Ne, hier geht's nicht. Schade. Hätte ich cool gefunden, wenn einfach so eine, sag ich mal, einfach eine Linie jetzt gezogen wird hier. Auch an den beiden Dingern. Aber gut, kann man jetzt nicht verlangen, weil... Also das ist gut gelöst hier. Ein Feld quasi und beide gießt man direkt. Beide Beeren. Hilfe, hilf mir Trainer, kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk. Diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Wir kommen auch noch nicht weiter, ne? Wir von Team Galactic erforschen hier den Wegwald, also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori zu fangen. Und so wie die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht dich nichts an. Okay, lass uns nicht durch hier, alles klar. Dachte ich mir schon fast, wir müssen hier lang, ne? Leider ist jetzt für mich schon Samstag. Das heißt, wir kriegen hier keinen Driftlon, wenn das überhaupt schon hier wäre. Dass ich erst nach Abschluss des Spiels kommt. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob man hier freitags Driftlon fangen kann, wenn ihr das wisst. Da gehe ich fest von aus. Windkraftwerk, ökologische Energie aus Windkraft. Wir fangen hier erstmal ein Pokémon, wartet mal. Erstmal Daisy nach vorne. Oh, ich hätte gerne Batgirl, das, obwohl bis sich das entwickelt, ne, per Freundschaft. Es muss ja eh erstmal Golbat werden, das dauert eh noch. Oh, Chalelos. Nice. Das nehme ich doch gerne mit. Ein männliches Chalelos. Ich setze mal Absorber ein, das ist glaube ich nur Typ Wasser bisher, ne? Oh verdammt, das war blöd. Es ist nur Level 7, sehe ich gerade. Hat zum Glück noch gereicht. Erdner. Naja, bringt mir jetzt auch nicht viel, ne? Ich hau nochmal sicherheitshalber eine Stachelspur drauf, damit der Fang besser glückt. Natürlich wieder daneben, wie immer der Erste. Also mein Crosby ist schon ein bisschen blind, ne? Mit dem Stachelspur, kann das sein? Gibt's doch jetzt nicht, oder? So, geht doch. So, das ist erstmal paralysiert. Erhöht die Fangquote. Oder die Fangchance allgemein. Außer in Generation 2, da war es ein Bug, dass es nicht ging, obwohl es geplant war. Habe ich auch erst sehr spät erfahren, habe ich schon mal erzählt. Ich glaube, in der hat Gold Naslock. Wenn mal da Naslock. Deswegen kam ich gerade auf Solik, was eine besondere Naslock war. Da habe ich gerade nur dran gedacht. Und das Solik ist ja auch eine besondere Form einer Naslock. So, Chalelos wurde gefangen. Sehr schön. So, und Daisy erreicht schon Level 17, sehr gut. Wäre cool, wenn du dich auch entwickeln würdest, aber ich glaube da noch nicht dran. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh. So, Chalelos, das Seeschnecken-Pokémon. Die Körperform dieses in Ufernähe beheimateten Pokémon hat sich seinem Habitat angepasst. Ich weiß auch schon, wie ich es nenne.
einfach Schnegge mit Doppel, also mit Umlaut. Schnegge. PC-Box brauchen wir erstmal nicht. Wir haben Wasser-Pokémon. Wasserbolt ist aber eigentlich ganz gut. Hat eine Elektro-Immunität. Dafür eine vielfach Schwäche gegen Pflanzen. Das ist natürlich wieder ein Nachteil daran. So, gehen wir mal hier rein. Mag es bloß nicht in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dir den Zutritt zu verwehren, der nicht zur Team Galaktik gehört. Und dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen wirst. Also gut, dann lass uns das mit einem Kampf entscheiden. Sozusagen, fängt der jetzt an oder muss ich nochmal anlabern dafür? Nee, zum Glück nicht. Mipel von Team Galaktik fährt dich heraus mit einem Charmian. Katzenfiene. Na gut, Charmian muss ich gestehen, das ist halt, glaube ich, auch exklusiv in der Pokémon-Perl-Edition dabei. Also auch leuchtende Perle. Das war tatsächlich ein Grund. Ach verdammt, ich kann kein Dings einsetzen, kein Erstauner, ne? Das ist tatsächlich für mich ein Grund gewesen, irgendwo zu sagen, scheiß drauf, ich mache einfach doch Diamant. Ich hasse Charmian, ich hasse diese Viecher. Nicht, weil es eine Katze allgemein ist, sondern ich hasse dieses Pokémon allgemein. Nehmen wir Echo nach vorne, hau den Bedroher raus. Wehe da hinten. So, Charmian sollte jetzt geschwächt sein auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass es speziell angreift. Hier wird natürlich auch geschwächt, ist das Blöde daran jetzt, wieder durch den Heuler. Aber ist mir egal. Ja, Flügelschlag einfach direkt. Wir werden das schon wegklatschen. Okay, mehr als die Hälfte noch, sehr gut. Ja, okay, nochmal ein Heuler, lässt kurz knapp werden. Sind wir auf nur noch 50% Angriff. Okay, reicht trotzdem. Falls ihr nicht wisst, wie ich jetzt auf diese 50% komme, ich rechne immer quasi so. Ich glaube, das wird auch so gerechnet. Bei einem Initiative oder bei Statuswertänderung. Ich gehe immer von 2 halber aus, also es ist ja ein ganzes, 100%. Und wenn halt ein Wert erhöht wird, dann geht es auf den Zähler hoch, also 3 halbe zum Beispiel, wenn jetzt, sag ich mal, der Angriff einmal erhöht wird. Ist eigentlich egal welcher Wert. Und wenn der halt gesenkt wird, geht es auf 2 Drittel, also auf den Nenner. Ein bisschen Matheunterricht hier mit dem Bärenmann. Okay, Freunde, ich lasse es lieber, ne, falls ihr mir folgen könnt. Ich weiß nicht, ob ich es hier irgendwie einblenden kann, aber ist ja auch egal. Ah, großartig, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Gib ich nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Hahaha, wer zuletzt dachte eben immer noch am besten. Sausack. Klick. Abgeschlossen. Also, wisst ihr, was wir nochmal eben machen können? Nicht speichern. Vielleicht habe ich immer erst am Ende einer Folge, weil ich, wenn ich reingeguckt habe in die Aufnahme. Wir gucken uns Schnegge an. Schnegge. So, ist ein Hitze, hat ein hitziges Wesen, Spezialangriff plus Spezialverteidigung minus. Ist okay, denke ich. Hat aquaklare Lebensschilde, sind alle spezielle Attacken. Ist von daher. Ist kein schlechtes Wesen, sag ich jetzt mal. Fähigkeit Klebekörper. Trägt es ein Item, bleibt dies an seinem klebrigen Körper haften. Durch Item, die Stadt verhindert wird. Okay, das ist okay, würde ich sagen. Ich werde gerade die Pokémon werden gar nicht geheilt in der Box. Da ist die Frage, ob die geheilt werden, wenn ich die quasi so heile. Weißt du was? Ist mir jetzt egal, wie geht's erstmal weiter. So viel Schaden habe ich nicht. Ne, das hat nur Heuler eingesetzt in der Charmian, ne? Ich habe gar keinen Schaden davon getragen. Oh, Doppelkampf, verdammt. Halt den Schnabel und drück den Honig raus. Und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Tu, was wir sagen. Team Galactic braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, da ist jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Berg seinen Mund hält. Das ist echt ein Doppelkampf, oder? Oder kämpfen die jetzt einzeln gegen mich? Das ist voll Idioten. Obwohl die haben zwei Pokémon, vielleicht ist es doch ein. Vielleicht kämpfen die einfach doch zusammen, aber halt Einzelkampf ist halt richtig komisch. Ich könnte mich halt richtig platt machen jetzt, ne? So, Erstauner auf das Wampel. Was hab ich gerade noch gesagt? Die haben Angst vor Käfer-Pokémon und haben selber eins. Ich verarsche mich wirklich, ne? Initiative sinkt stark, das ist natürlich nicht so geil. Noch sind wir schneller, das ist gut. Jetzt haben wir ein bisschen. Ah, schade. Mal sagen, lass uns bitte mal zurückschrecken, aber. Will wohl nicht. Okay, dann halt nicht. Schwupp. So. Das sollte reichen. Der Stauner jetzt.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade zu still war, weil irgendwie nicht viel passiert ist hier in dem Kampf. Außer Fahnenschuss und Erstauner ist jetzt echt nicht nix gekommen, ne? So, den Shaloku. Du kannst an sich nur, Dings, wie heißt es hier? Ich denke mal Härtner, vielleicht kannst du auch Tackle? Oder irgendwie sowas einsetzen, wo Fahrschuss auch schon, wenn du dich entwickelt hast, tatsächlich aus dem Wampel. Aber ich würde es jetzt nicht riskieren. Deswegen, oder ich würde es ein bisschen beschleunigen, besser gesagt, da kommt der Härtner direkt. Hier kommt jetzt einfach Echo rein und haut's weg. Ich muss jetzt echt schnell umwenden, wenn ich kann, ehrlich jetzt. Ich habe richtige Paranoia, dass meine Alexa immer angeht, ey. Ist doch gar nicht. So, der Rüpel wurde besiegt, aber ich denke mal, der andere wird auch noch kämpfen wollen. Genau deshalb werde ich wohl immer ein unbedeutender Rüpel bleiben müssen. So sieht's aus. Mensch, ist das peinlich. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Hehehe. Ich habe die besseren Karten, da du dich im Kampf gegen meinen Kollegen bereits ausgepowert hast. Ja, der hat aber nicht angegriffen, der Kollege. Der hat nur Fallschuss und Härtner eingesetzt. Also voll Idiot, ey. Zubat. Okay, Zubat gegen Zubat. Das ist gut. Ist okay, weil guck mal, auf welchem Level sein Pokémon ist. Denkt man nicht auf einen höheren als meins, oder? Nein, Level 11 nur. Erstauner, wir sind schneller. Nehme ich an, genau. So, Flinch bitte. Shit. Ach, nee, warte, ich glaube, ich kann sie eh vergessen. Ich vergesse die Fähigkeit Konzentrator wieder. Aber ich würde zwar gerne wissen, ob dann einfach mal die Fähigkeit getriggert wird, weil es wird ja nicht angezeigt oder so. Überschallmist. Okay, Bad Girl. Du musst noch zwei Angriffe durchbringen. Ja, erster ist durch. Und der Horrorblick, wir können nicht mehr tauschen, shit. Und ich habe auch keine Beere, um Dings zu heilen, ne? Die Verwirrung, glaube ich. Das ist natürlich kacke. Greif an, danke. Alter, Bad Girl ist richtig on fire hier. Die hat richtig Bock. Tschüssi. So, der Grüppel wurde auch besiegt. Hätte ich doch bloß ein paar starke Pokémon. Hast du aber nicht. Die Trotznase ist zu stark. Zu stark! Ich finde die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist eigentlich echt groß. Was war's hier für uns? Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Da liegt der Schlüssel. Oh, was ist das für ein Ding? Die Typen müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Nimm du ihn. Aber ich soll damit anfangen können, alles klar. Theoretisch, ne? Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig wirres Zeug gefaselt. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde dir zum Glück gerne etwas schenken. Hier, bitte. Und zwar erhalten wir ein Glas Honig. In der Trinkstasche. Wenn du etwas Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit gleich Pokémon an. Können wir dich sogar direkt hier testen? Können wir, ja. Lass mal gucken, wir uns hier um. Ich weiß gerade nicht, welcher Ort das hier ist. Wir können einfach gleich gucken, aber ich gucke einfach in die Aufnahme. Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmiert hast, nach einiger Zeit stark wackelt, könnte er das Pokémon dahinter stecken. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alle anderen Blumen in der Sinnoh-Region. Fühlst du nicht auch? Das verdanken mir die Pokémon, weißt du? Okay, die haben jetzt nicht viel gebracht, die zwei. Aber mal ein bisschen Honig hier dran spielen. Auen von Flori heißt hier der Ort, okay. Ja, komm, mach. Wenn du beschmiert, weißt du, wenn ich jetzt hier reingehe und wieder rausgehe, ist dann ein Pokémon da dran. Wenn nicht, dann, ist Feierabend hier heute. Ne, das dauert wohl ein bisschen. Wir gucken da später nochmal nach. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Konto offen. Der wird hier aus dem Baum kommen, Freunde. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt nicht viel erkundet oder viel gesehen hier in der Folge. Aber haben Team Galactic schon mal den Arsch aufgerissen. So ein bisschen. Die Fresse poliert. Nennt es wie ihr es wollt. Ist mir egal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal gehen wir dann ins Windkraftwerk. Machen da auch nochmal die restlichen Grüppel platt. Und die restlichen Mitglieder von Team Galactic. Und mal schauen, wie wir uns da schlagen werden. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Basokase.